Hallo Modellbahn- und Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um diese Verkehrsampel mit Fußgängerampel von Viessmann und zwar vom Typ 5059 in H0 und ich will da mal ein bisschen drauf eingehen, was zum einen da in diesem Set drin ist und so ein bisschen den technischen Hintergrund erläutern. Ich fange mit dem ersten Mal an. Also was ist dabei? Es sind natürlich diese beiden Ampelmodelle dabei, dann die Steuerung dazu, dann gibt es noch einen 100 Ohm Widerstand. Der ist da mit drin und das ist alles hier so verpackt in dieser Verpackung und natürlich auch eine Bedienungsanleitung. Ich habe die Ampel mal hier angeschlossen und man sieht, wie sie funktioniert. Ich zoome da mal rein, dann kann man das vielleicht dann besser sehen. Das sind wirklich sehr filigrane Modelle, sage ich mal. Hier ist auch dieser Stecker, der hier gerade rutscht. Also so sieht die Ampel aus. Und ja, ich will jetzt mal so ein bisschen auf die Technik eingehen natürlich, weil mich da eine Sache doch ziemlich überrascht hat und will das mal ein bisschen kurz erläutern. Ich fange mal hier mit dem Controller an. Also verbaut ist hier ein ATtiny 13. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann auf dem Video. Und es sind hier auf der rechten Seite diese Buchsenleisten angelötet, auf der linken Seite Spannungsversorgung. Dann, also die Spannungsversorgung, die beträgt ab 14 Volt Gleichspannung bis, weiß nicht, 18 Volt oder so, steht in der Anleitung drin. Gleich- und Wechselspannung, denn hier auf dem Board ist auch noch eine Verpolschutzdiode, also eigentlich auch eine Gleichrichterdiode in dem Sinne und auch hier diese Glättungselkos, sodass selbst wenn ich das Ding mit Wechselspannung betreibe, dass man da eine vernünftige Gleichspannung rauskriegt, auch noch eine Z-Diode, um die 5 Volt für den ATtiny 13 zu gewährleisten. Wie man sieht, sind hier auch keine weiteren Transistoren verbaut. Das heißt, die Ausgänge, die gehen hier direkt über diese Vorwiderstände an den ATtiny 13 und mehr ist eigentlich hier gar nicht drauf. Das Modul hat ja drei Leitungen für die Spannungsversorgung und zwar ist der gelbe, wenn man den jetzt mit Gleichspannung betreibt, Minus oder die Masse und im Normalbetrieb wird der blaue und der braune zusammengeschlossen. Hier vorne ist noch ein Widerstand auch dran und ist dann die positive Versorgung. Wechselspannung ist natürlich egal. Der dritte Pin sozusagen oder einer von den beiden, also einer vom blauen oder braunen, der ist dazu da, um zu steuern bzw. dann in den Handbetrieb umzuschalten. Das steht auch in der Anleitung genau drin, wie man es macht. Der Normalbetrieb, also ist jetzt so, dass die beiden zusammengeschlossen sind und der gelbe ist wie gesagt die Masse. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen 100 Ohm Widerstand einzusetzen. In diese Position und wenn man dann das Modul einschaltet, dann geht der in den Blink-Modus. Den will ich mal kurz zeigen. So, den Widerstand habe ich jetzt hier mal eingesetzt und jetzt sieht man hier, dass die Ampel da nur gelb blinkt. Das wäre also der zweite Modus und der dritte Modus ist, dass natürlich es eine Möglichkeit gibt, dass der Fußgänger dann hier einen Knopf sozusagen drückt und das möchte ich auch mal kurz zeigen. Für den manuellen Betrieb habe ich jetzt hier die blaue Leitung mal von dem Plus-Anschluss abgeklemmt und man sieht, die Ampel bleibt hier stehen und erst wenn ich jetzt hier kurz auslöse, dann geht sie jetzt gleich auf grün für die Fußgänger. Allerdings ist das Problem, dass sie dann nicht wieder zurückgeht, sondern man muss nochmal hier triggern und dann geht sie wieder auf rot. In der Bedienungsanleitung von Viessmann ist deswegen dort ein Zeitrelais drin, wo man dann auch diese Zeiten einstellen kann. Ich hätte es anders gemacht, ich hätte es so gemacht, dass die Zeiten hier bereits hier integriert wären. Meinetwegen mit dem Poti einstellbar, dann bräuchte man so ein Zeitrelais nicht. Aber das ist jetzt von Viessmann eben so gemacht worden. Die Bedienungsanleitung hier, ich habe die mal hier daneben gelegt, die ist eigentlich relativ übersichtlich. Allerdings, was mir fehlt oder fehlte zu Anfang, ist die Anschlussbelegung bei Verwenden einer Gleichspannung. Da steht zwar hier irgendwo verwendbar für
Gleich- und Wechselspannung, jetzt hier bis 24 Volt Gleichspannung hier in dem Fall. Allerdings war hier nicht beschrieben, oder zumindest habe ich es nicht gesehen, was ist jetzt Plus und Minus hier beim Betrieb mit Gleichspannung. Also gelb ist Masse und braun ist dann Plus, was ich persönlich nicht gut gewählt finde, aber das ist auch dann von Fiesmann eben so vorgegeben. Jetzt möchte ich nochmal auf die technische Umsetzung hier eingehen von dieser Ampel. Ich habe ja hier dieses Ampelmodell und interessanterweise ist es so, das hat man ja vorhin schon gesehen, ich habe, obwohl ja nun 5 LEDs dort drin sind, nur 3 Anschlüsse. Das ist schon mal merkwürdig und was noch merkwürdiger ist, dass jetzt hier am Lampenfuß auch nur 5 Anschlüsse, ich will es jetzt nicht auseinanderdröseln, 5 Anschlüsse rauskommen. Normalerweise, was heißt normalerweise, ja, ist es so, dass man ja bei 5 LEDs einen Massepunkt hat. Das heißt, man hat bei 5 LEDs 6 Anschlüsse, hier sind aber nur 5. Und die Frage ist natürlich, wie haben die das eigentlich gelöst, dass man mit 5 Anschlüssen alle 5 LEDs steuert? Und dazu habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und will es hier auch nochmal zeigen, wie sie es gemacht haben. Die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich äußerst clever, denn man hat jetzt hier mit 3 Leitungen, kann man zum einen alle LEDs anschließen und alle 6 Phasen durchlaufen lassen. Ich brauche also hier nicht irgendwie 5 oder 6 Anschlüsse, sondern nur 3. Damit spart man Pins am Mikrocontroller. Und um jetzt rauszufinden, wie das alles verschaltet ist, habe ich mir einfach mal eine sogenannte Wertetabelle erstellt. Ist ein Bereich aus der Digitaltechnik, wo man sowas macht. Und die will ich mal kurz zeigen. Und dann sieht man auch später, wie sich daraus dann die Schaltung entwickelt hier für die Leuchtdioden. Hier ist nun diese Wertetabelle zu sehen. Und was habe ich gemacht? Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier diese 3 Anschlüsse genommen und verschiedene Logikpegel angelegt. 0 und 1 bzw. 5 Volt und 0 Volt, weil das geht ja hier direkt an Mikrocontroller. Bei 3 Anschlüssen habe ich 8 Möglichkeiten. Diese 8 Möglichkeiten sieht man hier. Hier sind meine Leitungen. Also ich habe hier meine Eingänge und ich habe hier meine Ausgänge, nämlich die Ampel von der Straße aus gesehen, vom Fußgänger aus gesehen, rot, gelb, grün und rot, grün. Und habe dann aufgeschrieben, bei welcher Konstellation hier vorne jeweils die verschiedenen Leuchtdioden leuchten. Und damit kann man diese Logik, sage ich mal, entschlüsseln. Man hat dann später, wird man gleich sehen, dann die Schaltung da von den Leuchtdioden zu liegen und weiß, wie das beschaltet wurde. Im nächsten Schritt, was ich jetzt hier gemacht habe, ist sogenannte KV-Diagramme aufgestellt. Und zwar dienen diese KV-Diagramme zur Vereinfachung der Logik. Und zwar muss man dieses KV-Diagramm pro Ausgang erstellen. Also ich habe jetzt für Rot zum Beispiel geguckt, wann ist Rot auf 1 hier. Und habe dann gesehen, okay, bei Rot von der Leitung her gesehen auf 1, Gelb und Grün auf 0, dann ist hier die rote Leuchtdiode an. Oder wenn Rot und Grün an ist und die Gelbe aus, dann ist hier auch die rote Leuchtdiode an. Und dazu habe ich jetzt ein KV-Diagramm erstellt. Und das ist hier das erste, was man jetzt hier sieht. So sieht es aus. Und dort sieht man auch alle Möglichkeiten, die möglich, ja, also die möglich wären. Jetzt in dem Fall für den Ausgang Rot von der Straße her gesehen. Wenn man das jetzt hier so sieht, dann erkennt man, die LED rot von der Straßenseite her gesehen ist nur dann an, wenn die rote Leitung auf 1 ist und die gelbe auf 0, nämlich gelb nicht. Gelb nicht bedeutet eben 0, deswegen hier diese Verknüpfung und grün spielt keine Rolle. Warum spielt grün keine Rolle? Das kann man hier auch ganz gut sehen. Es ist eigentlich egal, ob grün auf 0 oder auf 1 liegt. Die Logik liegt bei Rot und Gelb hier in dem Fall. Also immer wenn Rot auf 1 und Gelb auf 0 ist, dann geht hier die rote Leuchtdiode an. Von der Straßenseite hier gesehen. Deswegen kann man hier eine Gleichung aufschreiben. Rot Straße ist gleich Rot, Gelb nicht. Man kann dazu jetzt gleich die Schaltung mal zeichnen, denn hinter dieser Rot Straße verbirgt sich ja nun eine Leuchtdiode. Das heißt, die Leuchtdiode leuchtet, wenn Rot auf Plus und Gelb auf Ground, sage ich mal, liegt. Und deswegen habe ich hier einfach mal die Zeichnung für die rote Leuchtdiode
für die Straße, die hängt nämlich an Rot und an Gelb. Und wenn ich hier positive Spannung habe und da Ground, dann ist er an, ansonsten ist er aus. Und das habe ich jetzt mit allen Farben hier gemacht von der Ampel. Und dann kommt man zu einem ganz lustigen Ergebnis. Man sieht jetzt hier die KV-Tafeln für alle Farben und ich habe hier nochmal die Gleichung dazu geschrieben, was dabei rauskommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Rote von der Straße mit dem Gelben von der Straße vergleicht, dann hat man ja auf der einen Seite Rot, Gelb nicht. Und bei Gelb hat man auf einmal Rot nicht, Gelb. Was bedeutet das technisch gesehen? Diese beiden Dioden sind antiparallel geschaltet. Das gleiche gilt für Rot und Grün bei den Fußgängern. Nämlich Rot, Grün nicht, beziehungsweise Rot nicht, Grün. Und die Grüne von der Straße, die hängt eben zwischen Grün und der gelben Leitung. Und als Schaltung sieht es dann so aus. Da sieht man es nochmal. Und ich habe natürlich die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut, um sicher zu sein, dass es stimmt. Jetzt habe ich ja hier diese drei Leitungen. Und in der Ampel sind ja diese ganz feinen Leitungen, die da rauskommen. Das sind ja 5 Leitungen. Und die haben also im Prinzip intern schon verbunden, sodass dann 5 Leitungen da rauskommen und haben letztendlich hier, da ist ja auch noch so ein Schrumpfschlauch drüber, wie man hier sieht, dort dieses zu diesen 3 Leitungen verbunden im Prinzip. Und dann ja, kommt man eben auf 3 Leitungen und man steuert hier in dem Fall 5 Leuchtdioden. Soweit, so gut. Allerdings gibt es natürlich jetzt hier vielleicht eine Frage, denn es ist ja so, zumindest im deutschen Ampelsystem ist es so, dass ja Rot und Gelb von der Straße auch zusammen leuchten können. Und wenn ich jetzt hier eine positive Spannung und da Ground anlege, leuchtet die rote, andersrum leuchtet die gelbe, aber niemals beide. Und das kann man natürlich nur hinkriegen, indem man hier einen Wechseltakt auflegt, also hier ein High, Low, beziehungsweise ein High und da ein Low. Und zwar so schnell, dass man denkt, beide leuchten gleichzeitig, aber sie leuchten niemals gleichzeitig. Bei Grün und Rot von der Fußgängerseite ist es sozusagen ja egal. Da ist es immer nur eine der jeweiligen an. Aber hier bei Rot und Gelb, hier wird einfach ja, getaktet hin und her, sodass man denkt, beide Leuchtdioden sind an. Es ist also schon ziemlich raffiniert gemacht, einfach um Leitung zu sparen. Und vom Programm her ist es, denke ich mal, trivial, sage ich mal. Ist also nicht weiter wild. Aber hier, um einfach ganz wenig Leitung nur zu haben und Anschlüsse für den Anwender, der hier diese Ampel anschließen will, hat man eben nur 3 Leitungen. Und das finde ich eine gute Idee. So, um zu zeigen, dass der Aufbau oder die Sache, die ich da rausgefunden habe, auch stimmt, habe ich das mal aufgebaut, hier auf dem Steckbrett. Also Rot und Grün, die Leuchtdioden sind antiparallel geschaltet, genauso wie die Rote und die Gelbe. Und die Grüne hängt hier zwischen dem Grünen und dem Gelben Anschluss. Ich habe jetzt mal das direkt hier an das Modul angeschlossen. Hier. Und man sieht, die Ampel funktioniert so, wie sie auch im Modell funktioniert. Ja, das soll es gewesen sein. Das war mal so ein technischer Einblick hier in diese Ampelschaltung von Fiesmann. Sicherlich für Modellbahner und auch Elektroniker interessant. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.